So, wir haben ja noch ein bisschen Platz in der Halle. Und jetzt Frage an dich. Julien, was befindet sich hier? Ja, hier haben wir jetzt was Schönes hingestellt, nämlich eine Jumbo-Lift, 3,2 Tonnen, eine Doppelscherenhebebühne. Okay. 3,2 Tonnen Tragkraft, 2 Meter Hub, ja. Die so flach ist, dass ich sie auch ohne Probleme auf dem Boden verdübeln kann. Wahnsinn. Und trotzdem mit relativ flachen Fahrzeugen. Das heißt jetzt vom Aufbau oder vom Aufwand her viel einfacher. Genau. Also in meinem Fall jetzt, weil ich habe ja hier diese Steine drin, ich musste hier eine Zwischenmasse machen. Und hier reicht es jetzt einfach aus, hinstellen und dann in die ins Grundfundament reinbauen. Genau, ins Grundfundament rein. Wir haben bei der die Bühne drückt sich ab im Vergleich zu einer Zweisäule, zieht halt mehr an den Dübel nach innen. Die Bühne drückt sich ab, weil das Fahrzeug ja auf der Bühne direkt positioniert ist. Wir sehen auch deswegen hier die großen Platten. Also das ist wirklich, das ist schon eine Hausnummer. Deswegen kann man die Bühne auch viel einfacher, sag ich mal, auf etwas schwierigerem Terrain aufstellen, solange wir sie als sicheren Beton verdübeln kann. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Los geht's. Wie ihr seht, ist das hier um einiges einfacher vom Aufwand im Vergleich zu den Säulenstellen. Wir verbinden jetzt die Schläuche von der Bühne quasi mit dem Aggregat. Der ist in diesem schönen Bedienkasten, nenne ich ihn mal. Alles super verkleidet, das macht wirklich auch was her. Das kann sich sehen lassen. Jetzt verbinden wir einfach nur die Schläuche. Hier gibt es dann super schöne Kabelkanäle, dass man auch nicht drüber stolpert extra. Angewinkelt. Das zeigt man gerne, das will man gar nicht verstecken. Passt auch schön hier zum Hintergrund, mit der Farbe, als hätte ich es schon geahnt. Angeschlossen ist alles, fährt ja auch schon hoch, wie ihr sehen könnt. Jetzt versuchen wir die Bühne natürlich so zu positionieren, dass vom Arbeitsplatz her einfach das Bestmögliche gegeben ist. Und jetzt stellen wir die Bühne auf Maß. Müssen wir jetzt schauen, dass es mit der zweiten Bühne nicht irgendwie im Weg läuft, dass da, wenn ein Auto drauf ist, dass man trotzdem noch schön rauffahren kann. Aber ihr seht ja, das ist der Vorteil, dass wir keine Säulen haben. Das heißt, drumherum können wir schön arbeiten, bei Fahrzeugaufbereitung, Folierung, Schweller, Schweißarbeiten, solche Dinge. Perfekt. Damit wir jetzt gescheit auf die Bühne drauf fahren können, muss natürlich noch die Rampe dran, die bauen wir jetzt dran. Das hängen wir einfach hier ein, zack, dann kommen die zwei Bolzen durch die Führung durch und zwei Sicherungsklammern. Was ist der richtige Name, sorry? Mhm. Okay. Ja. Die runter und so weit.
Clip noch dran. Fertig. Perfekt. Und jetzt kann man das hier... Ja. Das heißt, wenn man ein längeres Fahrzeug hat, kann man das noch hier voll belasten auch? Kannst du voll überlasten. Und dann zum Entriegeln einfach nach oben. Hoch, fertig. Perfekt. Und das auf beiden Seiten. Genau. Das heißt, es geht echt für sehr lange Fahrzeuge. Dann hast du von der Grundlänge schon 1,46 Meter und 2,30 Rampen, also kommst du auf eine Gesamtlänge arretiert von 2,06 Meter. Gibt es ein spezielles Auto, gerade wo man das Auto wirklich braucht? Auf der 3,5er, die 2,16 Meter lang ist, ja. T5. T5, okay. T5, kurzer Radstand. Okay. Lange Radstände gehen nicht. Also, wir haben jetzt die drei Rampen drauf. Die vierte fehlt noch, weil wir hier gerade den CE-Stopp noch montieren müssen. Beziehungsweise Roland macht das parallel, als wir hier die Rampen verbaut haben. Was genau bezweckt der? Warum muss der unbedingt dahin? CE-Stopp ist im Endeffekt der Fußschutz. Das heißt, das ist jetzt ein Grenztascher, der wird so eingestellt, dass da stand wie so ein kleiner Greifer dran. Der merkt, wenn eben die Scheren zusammengehen und der ab einer gewissen, ich sag mal ab einem gewissen Maß, wo die Scheren eingefahren sind, löst er dann aus, hält die Bühne an und dann musst du nochmal auf den Drucktaster, also auf den zweiten Taster und auf den senkten Taster, dann fängt er an zu piepsen. Okay. Das ist im die Warnung, quasi die Warnung, Vorsicht, Quetschgefahr, okay. Ja, genau. Okay. Du brauchst Fußschutz. Ja. Entweder du hast einen Fußschutz in Form von einem CE-Stopp oder du müsst jetzt hier halt einen mechanischen Fußschutz machen, dass dein Fuß eben nicht unter die Schere kann. Aber was aber wieder sieht auch dementsprechend hier nicht so gut aus bei dem Modell dann. Okay. Also das ist die filigranere Lösung. Ja, ich denke auch die bessere. Sehr gut. Das heißt, es geht runter, dann piepst es, stoppt es, dann muss ich nochmal betätigen, dann piepst es und geht runter. Und ganz runter. Langsamer. Okay. Vom Kühler mit Position nicht schlecht liegen, so. Wird dann so gedrückt. Ja, so, jetzt sind wir fertig. 7 Stunden, 2 Bühnen aufgestellt. Also wirklich eine Wahnsinnsleistung. Roland, vielen Dank für die Arbeit. Ich war gut mit euch zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Es war wirklich super. Hat Spaß gemacht. Und ihr könnt euch sicher sein, es kommen vermehrt Videos, weil wir haben jetzt 2 Arbeitsplätze, also einen mehr. Ja, ich kann mich nur bedanken bei der Firmenform. Schaut euch das mal an. Also wir können jetzt, selbst wenn hier ein Auto auf dieser Bühne steht, noch hier reinfahren und ohne Probleme an einem zweiten Fahrzeug arbeiten. Also selbst VW-Bus T5 wäre gar kein Problem. Und ich denke, ihr stimmt mir zu. Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr das Gesamtbild betrachtet, die passen super hier rein. Auch mit dem Grau, dann mit der Wandfarbe und den Schränken. Top. Wirklich top. Und es macht alles auch einen wirklich qualitativ hochwertigen Eindruck. Und ich bin einfach nur baff. Kann mich nur bedanken. Und hey, in sieben Stunden sowas hingestellt. Vielen Dank. Gern. Hat Spaß gemacht. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in den nächsten Videos. Und wenn ihr Fragen habt zu den Bühnen, schreibt es in die Kommentare. Besucht auf jeden Fall mal den Shop und auch die Seite von Nussbaum. Ich verlinke die euch unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao.